Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Stechen und Stoßen anzunehmen bei Himmelsscher Kornschwarznarbe. Oder, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, die Quest ist auch anzunehmen bei Goldiva Todesweber. Das Ganze aber ziemlich an derselben Position, und zwar auf dem Luftschiff Orgrim's Hammer, in der Eiskrone, die patrouilliert hier in diesem Gebiet. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Das Video sollte euch aber auch helfen in Viotelka Classic. Der Weg ins Questgebiet ist ziemlich weit, deshalb werde ich jetzt eine kurze Unterbrechung machen und sobald ich in der Nähe bin, melde ich mich wieder bei euch. Nicht wegschalten, bis gleich. Da bin ich wieder. Hier ist das Questgebiet. Mein Charakter ist ja zu hoch für dieses Gebiet, deshalb werde ich alle Mobs mit einem Schlag töten. Ihr müsst irgendwo landen, wo keine Gegner sind und euch dann langsam den Weg freiräumen und die entsprechenden Mobs töten, was ihr für die Quest benötigt. Also, bullige Monstrosität, diese bösartigen Totenbeschwörer und Schattenadepte, das sind diese Mobs hier. Um diese verseuchten Stellen. So, hier gibt es auch noch Schattenadepte und da hinten gibt es noch eine verseuchte Stelle. Da hinten gibt es noch welche. Also da gibt es einige Plätze, wo diese Mobs zu finden sind. So, die Adepte habe ich zusammen. Bullige Monstrositäten brauche ich jetzt noch 2, 1 und jetzt noch die Totenbeschwörer. Jetzt brauche ich noch einen. Ich hoffe, ich werde den jetzt nicht lange suchen müssen. Ich fliege mal. Hier, da ist einer. Wobei, das sind gleich direkt mehr. Toll. So. Quest ist bereits zur Abgabe. Natürlich zeige ich euch das auch noch. Wenn ihr auf die Map schaut, seht ihr einen festen Punkt. Das stimmt aber so nicht, denn unser Ziel ist beweglich. Ich kann es schon erkennen. Wenn ihr schon wisst, wo die Quest abzugeben ist, wäre es cool, wenn ihr das Video weiterlaufen lasst. Das würde meinem Kanal sehr helfen. Und da seht ihr, ich bin über das Fragezeichen geflogen. Unser Ziel ist dieses Luftschiff, Orgrim's Hammer. Dahin. Und ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich die Quest bei Goldiva angenommen habe und nicht bei ihm. Quest ist bei mir, zumindest bei Goldiva abzugeben. Solltet ihr die Quest bei ihm angenommen haben, vermutlich ist die Quest bei ihm abzugeben. Also, lange Rede keinen Sinn, Quest ist abzugeben bei Goldiva Todesweber, in der Weißkrone, auf dem Luftschiff Orgrim's Hammer, in diesem Gebiet. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen, falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!